Jo Leute, was geht? Ich zeige euch heute mal mein Tubeless Setup, so wie ich es immer fahre. Wie man das Ganze macht und was für Vorteile das hat, das zeige ich euch jetzt. Let's go! Dazu benötigt ihr nur ein Dichtmittel eurer Wahl, euren Lieblingsreifen. Ich persönlich fahre Cushcore, es gibt aber auch Tanus Armor, beides werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Das ist ein Durchschlagschutz, der verhindert, dass man sich die Felge zerdellt, wenn es mal rauer wird. Natürlich auch euer Laufrad. Einen Reifenheber, ein Tubeless Ventil und was zum Pieksen. Und zu guter Letzt Tesa 4289. Das benutze ich ganz gerne als Felgenband, da es viel günstiger ist als spezifisches Felgenband. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich für Felgenband gedacht, aber es ist einfach top. Hält auf jeden Fall. Schritt 1 ist, dass ihr die Felge abklebt mit dem Felgenband. Fangt dabei vor dem Ventilloch an, also ungefähr 2 bis 3 Speichenlöcher. Und drückt es auch nochmal mit dem Daumennagel schön an die Felge ran. Und das Ganze macht ihr zweimal rum. Zum Schluss geht nochmal 3 Speichenlöcher weiter hinterm Ventil und schneidet das Klebeband dann ab. Danach stecht ihr einmal mit einem spitzen Gegenstand durchs Ventilloch und steckt dann euer Ventil durch das Loch. Im nächsten Schritt montiert ihr erstmal einseitig euren Reifen, aber nur auf einer Seite. Drei Tage später. Da ich gerade beim Schneiden gemerkt habe, dass meine GoPro gefühlt die Hälfte nicht aufgenommen hat, habe ich extra nochmal alles aus meinem Vorderrad ausgebaut. Wie schon gesagt, erstmal den Reifen auf einer Seite montieren. Vergesst dabei nicht, auf die Laufrichtung eures Reifens zu achten und dass euer Logo an derselben Stelle ist wie das Ventil. Ansonsten werdet ihr ausgelacht. Dann müsst ihr Cushcore oder euren Durchschlagschutz über die Felge ziehen. Achtet bei Cushcore darauf, dass dieser Schlitz auch am Ventil ist. Danach müsst ihr den Rand von der anderen Seite unter den Cushcore schieben. Nehmt dazu eure Daumen, drückt den Reifen nach unten, drückt dann in Richtung Laufrad und zieht den Reifen rüber. Greift dann mit der linken Hand diese Stelle und arbeitet euch Stück für Stück voran. Wenn ihr dann bei der Hälfte angekommen seid, könnt ihr dort loslassen und den Reifen von der anderen Seite nochmal rüberheben. Wenn es dann zu eng wird und ihr nicht weiterkommt, müsst ihr den Rand eures Reifens in die Mitte des Felgenbetts drücken. Und könnt dann den Reifen weiter raufziehen. Dabei könnt ihr auch gerne einen Reifenheber verwenden, wenn es zu schwer wird. Danach könnt ihr euren Reifen aufpumpen. Bei mir hält er meistens auch schon ohne, dass ich das Dichtmittel zuerst reinmache. Ansonsten macht es zuerst rein. Falls ihr einen Kompressor habt, dann könnt ihr natürlich den benutzen. Bei mir hat immer die kleine Pumpe gereicht. Wenn der Reifen dann überall gleichmäßig auf der Felge sitzt, baut ihr euren Ventilkern aus und füllt die empfohlene Menge an Dichtmittel in euren Reifen ein.
Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, dass eure Felge besser geschützt ist bei Durchschlägen, wenn ihr zum Beispiel auf spitzen Steinen landet oder durch sehr raue Wurzelfelder shreddet. Und auch wenn man mal einen Sprung zu kurz landet oder ein Treppengap zu kurz springt, wird der Einschlag ziemlich gut abgedämpft. Das merkt man auch wirklich beim Fahren, wenn man mal durchschlägt. Ein weiterer Vorteil von Kuschkor zumindest ist, dass man extrem niedrigen Druck fahren kann, was natürlich für viel mehr Grip sorgt. Und noch ein großer Vorteil ist das Tubeless-System an sich, wenn man mal durch Scherben fährt oder spitze Sachen rumliegen, dass man dann nicht gleich einen Platten hat. Der einzige Nachteil an der Sache ist, dass es etwas mehr wiegt als ein Schlauch und natürlich auch mehr als rein Tubeless, wobei es sich eigentlich schon empfiehlt, Tubeless zu fahren, denn ein Schlauch kostet auch um die 5 bis 8 Euro. Nur die Anschaffungskosten sind etwas höher, wie zum Beispiel das Ventil. Aber mit dem Tesa spart ihr euch wiederum ein bisschen Geld, kostet um die 10 Euro für 66 Meter inklusive Versand. Und das gibt es auch in allen möglichen Durchmessern. Wenn ihr nur Tubeless fahren wollt, könnt ihr auch den Durchschlagschutz weglassen, was den Einbau nochmal erleichtert. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt mal auf den MTB Germany Discord, Link in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Ciao!